بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Spender. Wir begrüßen euch hier in Somalia. Wir sind in Mogadischu und wir zeigen euch nun mal ein Exemplar von eurem Sadaka Jariya Projekt, die fortlaufende Spende. Inzwischen haben wir 9 Masajid in Somalia bauen lassen. Und Alhamdulillah, das ist eine, die gerade gebaut wird. Ihr seht hier auch, die Bauarbeiter sind am Bauen. Ihr seht hier, das ist auch ein gefährliches Gebiet. Wir sind gerade mal seit einem Tag hier. Und seit diesem Tag, wo wir hier sind, sind 5 Menschen in unmittelbarer Nähe umgekommen. Möge Allah ihnen barmherzig sein. Und ihr seht jetzt hier, das ist die Masjid La Ilaha Illallah. Ja, die ein Bruder bei uns in Auftrag gegeben hat. Ihr seht hier, wie die Früchte geerntet werden. Man kann mal reinschauen, die Bauarbeiter sind... Ja, das sind schöne, schöne bewegende Bilder und wie gesagt, es sind ja sehr, sehr viele Messages schon fertig. Assalamu alaikum. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. MashaAllah, guckt mal. Ich habe auch eben gesehen hier. Assalamu alaikum. Ich habe auch eben gesehen hier, wie die Leute sogar oben ohne Sicherung, die klettern oben ohne Sicherung oben auf diesen Holz und bauen die Masjid fertig. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, dass wenn man stirbt, wird man von seinen Taten getrennt, es sei denn in 3 Fällen. Und diese 3 Fälle sind Sadaka Jariya. Das heißt, entweder man hinterlässt einen rechtschaffenen Nachkommen, der für einen Dua macht, oder man hinterlässt Wissen, das angewendet wird, oder man hinterlässt eine islamische Institution, in der zum Beispiel gebetet wird, in der gelernt wird, in der Koran gelesen wird, in der auswendig